Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum nächsten Wochenbericht. Jetzt mal wieder nach 2 Wochen, weil ich da letzte Woche nicht wirklich viel Lust so hatte. Ich habe gemerkt, da habe ich das Datum noch nicht geändert. Ja, letzte Woche gab es noch nicht wirklich so viel zu reden, deswegen habe ich das einfach mal übersprungen. Das mache ich halt immer so, wenn da nicht viel zu sagen ist, dann überspringe ich das halt. Keine Ahnung, ob ich das im Feed reinschreiben sollte auf YouTube, wenn es den dazu überhaupt gibt, weiß ich gar nicht. Oder halt, ob ich das einfach so im Stillen lassen sollte, denn wenn, ja... Wenn nichts kommt, dann wisst ihr ja, dass da auch nichts mehr kommen wird, höchstwahrscheinlich. Und den Feed gibt es anscheinend immer noch nicht, okay? Ja, YouTube, was auch immer du da tust, hör auf damit. Okay, kommen wir zu dem ersten Punkt, Troll Games. Die werden ja wieder derzeit gespielt. Was genau ich dazu sagen wollte, ist mir wieder missfallen. Das hat die wahrscheinlich vor 2 Wochen irgendwo mal eingetragen. Ja, sie werden wieder gespielt und ihr könnt euch immer noch gerne mich dazu adden und dann mir schreiben natürlich, dass ihr hier seid, denn hier gibt es auch einige, alle die in General drin sind und ja, 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die anscheinend mitspielen wollen, haben es mir aber noch nicht gesagt, deswegen weiß ich nicht, ob die es wirklich wollen oder einfach nur normal Zuschauer oder Abonnenten sind, wer weiß. Ja, 16 Leute in der Torgam ist sogar drin, die online sind, viele natürlich ingame, das ist natürlich doof, wenn man dann mal spielen möchte. Und dann sind die ganzen Leute nicht da, auch wenn sie mitspielen wollen. Das ist natürlich echt ärgerlich. Aber gut, da kann ich nichts gegen machen. Immer mehr Leute freue ich mich gerne, wenn da mitspielen wollen. Die Leute, wenn wir da mal spielen sollten. Meine Friendlist sollten noch relativ viel Platz haben. 20, 2, 6, 6, 16, 105. Ja, also 150, 130 Leute kommen da sicherlich noch drauf. Könnt mich also gerne adden, da könnt ihr. Und dann dazu schreiben, dass ihr die Troll Games mitspielen wollt. Die werden ab und zu mal gespielt, je nachdem halt, wie viele Leute da sind, wie viel Zeit ich habe, wie viel Lust ich habe und so weiter. Dann werden die Dinger gespielt und ansonsten, ja, der Upload-Plan sagt ja gerade voraus, dass es nur einmal die Woche ein Troll Game geben wird, wenn man hier mal drauf guckt, am Sonntag. Ja, das hat natürlich den einen Vorteil für mich, dass ich jede Woche nur ein Spiel machen müsste. Den Nachteil für euch, ihr seht nur eins die Woche. Das ist natürlich doof, ich werde natürlich aber mehr spielen. Aber ich weiß nicht, wenn ich da so ein Fest sage, dass da so 2, 3, 4, 5 Mal Troll Games die Woche kommen sollen, dann artet das wieder für mich in zu viel Arbeit aus. Denn so leicht ist das nicht, die Dinger zu erstellen und dann Randoms zu finden, die auch mitspielen wollen. Denn es gibt einfach zu wenig Leute, die gerade mit aktiv mitspielen wollen, wenn sie online sind oder halt wenn sie nicht online sind, je nachdem. Da müssen dann halt auch Randoms mit rein. Da kann ich nichts gegen tun. Ich will kein 4 vs 4 spielen, weil das stinklangweilig ist. 3 vs 3 erst recht. Also 5 vs 5 ist das Einzige, was ich da wirklich spielen würde, gerne an Troll Games. Ja. Tja. Finde ich einfach viel besser. Viel mehr Action dabei. Und man kann viel mehr Kills machen. Oder halt. Man kann viel öfter sterben im Team. Wer weiß. Ja, also Troll Games kommen ja auch relativ gut an, so wie ich das sehe. Und da finde ich das gar nicht so schlecht. Ich weiß, aber einmal die Woche ist natürlich ein bisschen wenig. Ihr habt da schon recht. Aber zweimal die Woche werde ich mal schauen, ob es vielleicht zweimal die Woche kommen wird. Denn Videos hätte ich ja noch für zweimal die Woche etwa, dass das eine Weile kommen könnte. Werde ich einfach mal überlegen, ob man das so machen könnte. Ja, zum nächsten Punkt. Das Humble Bundle, was derzeit aktiv ist. Es gibt ja immer so Seiten, die viele Spiele-Keys verkaufen oder halt in so einem Bundle die Spiele-Keys verkaufen. Ja. Und da ist das Humble Indie Bundle 11 derzeit aktiv. Geht noch 10 Tage, hat schon 332.000 Bundles verkauft. Und kann ich wirklich nur empfehlen, es hier ist einmal das drin für... wo haben wir denn den Preis? Ich glaube, die hier sind 1 Euro, wenn man die kauft. Und hier halt, wenn man 4,55 € oder halt mehr bezahlt, dann 4,55 € mehr bezahlt, wird dann halt automatisch umgerechnet über PayPal oder was auch immer, wenn man bezahlt. Ja, PayPal. Oder halt Kreditkarte oder Amazon Payments oder mit Google, was auch immer, Google Account oder mit Bitcoins bezahlen. Nee. Gut, aber kann ich echt nur empfehlen, das ist da drinne, Giana Sisters Twisted Dreams, sind im Einzelpreis ist das allein, jedes einzelne Spiel allein schon viel höher als das, überhaupt das Average hier. Antichamber, soll gut sein, ist aber nicht so mein Ding, diese komischen hellen Farben, die gehen mir übel auf die Augen. Und Monaco What's Yours ist mein, ja, habe ich auch noch nicht anspielen können. Aber ihr könnt auch sehen, wie die Bundlezahlen nach oben schnellen, ab und zu mal wieder. Ich weiß gar nicht. Echtzeit, also normalerweise Echtzeit-Aktualisierung, ich weiß gar nicht, wie viel Gras war, ist ja auch egal. 10 Tage habt ihr noch Zeit, euch das zu kaufen. Allein schon für das würde ich das, mir das komplette Bundle kaufen, ich habe es mir auch gekauft. Einfach nur empfehlenswert. Ja, und hier kommen natürlich noch später noch mehr Spiele dazu. More Games Coming Soon
4, 4, 55, das sind natürlich alle Steam Keys, wie man hier an dem. Welches Symbol war es? Das hier? Ne, ist Linux. Das ist Apple und das ist Windows. Ah ja, ne, das sind alle Steam Keys, genau. Humble Bundle redeemt das ja direkt zu dem Steam Account, Amnesia Fortnite. Was ist das denn? Na, okay, da unten. Irgendwelche Dinger hier. Also könnt ihr ja mal rumgucken auf Humble Bundle. Jedenfalls ist das Humble Bundle Sale hier gerade das Indie Bundle 11 relativ interessant. Vor allem wegen das würde ich es mir kaufen. Das Swapper weiß ich gar nicht, ob das auch interessant war. Ich habe da so vieles auf der Liste stehen, was interessant sein könnte und so weiter. Einfach mal anschauen. Und wenn ihr dann halt dazu bereit seid, ein bisschen Geld zu bezahlen, könnt ihr es auch gerne euch kaufen, das Bundle. Ja, zu dem nächsten Punkt. Projekte größer 1080p. Ihr habt da sicherlich schon gemerkt, dass früher mal, jedenfalls Blades of Time hat es glaube ich 1800p, also auf YouTube Qualität gesehen, 4K oder 2K, 4K jedenfalls, wie das auch immer hieß, könnte ich ja mal ganz fix nachschauen. Blades of Time. Stop Download. Und dann seht ihr hier. Nein, 1044p. Siehst du, da habe ich es nämlich schon umgeändert. YouTube hat irgendwie Probleme mit dem höchsten Encode, irgendwie, den sie anbieten, mit 4K. Einige haben es ja schon gesehen, dass ich 4K angeboten hatte. Ich glaube, bei irgendeinem Infovideo war es gewesen für den Troll Games. Da waren 4K vorhanden. Ja, und deswegen bei den aktuellen Spielen oder bei den aktuellen maximal 1440p gehe ich darauf, weil einfach noch höher zu gehen, ist mir echt der Aufwand zu schade, wenn YouTube eh rumbuggt. Deswegen. Ja, ihr seht höchstwahrscheinlich 1080p immer so standardmäßig, League of Legends halt, Plug Inc. Evolved ist gerade wieder 1080p, ja, Blades of Time war 1440p, Custom Quest ist glaube ich, oder die neuen Projekte ab und zu mal, je nachdem wie viel Lust ich habe, skaliere ich die hoch oder nicht, weiß ich noch nicht, das entscheide ich dann immer spontan. Mhm, können wir gleich mal zu dem neuen Mode hier kommen, Hexakill für League of Legends, ich weiß gar nicht, ob man das im Custom, ne, im Custom kann man jetzt nicht machen, nur im PvP. Habe ich bisher noch nicht gespielt. Ja, Hexakill. Ist halt ein Sechsfach-Kill möglich. Und ja, Hexakill ist mir nicht irgendwie wunderlich toll für mich, finde ich. Ist halt ein ganz normaler Sechsfach-Töte. Und das kriege ich auch im Legendary hin, wenn ich nach dem Penta noch einen Kill mache. Habe ich zwar keinen Hexakill-Ansage, aber das interessiert mich ja sowas von wenig. Deswegen habe ich auch keine Lust auf den Mode. Obwohl der natürlich relativ reizvoll ist. 6 Leute auf jeder Seite auf der Map. Aber trotzdem, nee, danke. Ich verzichte darauf. Könnt ihr ruhig gerne spielen. Aber ich lasse die Finger von den Normals. Darauf habe ich null Lust. Außer halt die Korps trollen. Ja, und der letzte Punkt. Die neuen Projekte. Ich bin derzeit gerade krass dran. Neue Let's Play Projekte zu machen. Die Serie zum Beispiel. Custom Quest habe ich jetzt schon durchgespielt. Hier sind noch einige geplanten. Heute Abend werde ich dir Plug Inc. Ach ne, heute Abend, das ist ja schon draußen. Plug Inc. Evolved habe ich schon heute freigegeben. Custom Quest werdet ihr heute Abend ab 17 Uhr sehen, also in 7 Minuten. Das heißt, wenn das Video online ist, dann seht ihr das auch schon. Ja, so alles hier. Und hier gibt es auch Spiele, die ich austesten will, welche dazu geeignet sind. Also es gibt wirklich derzeit aus meiner Sicht viele gute, neue, tolle Projekte, die ich machen will. So ein bisschen distanziert von League of Legends. Ihr seht ja auch im Upload-Plan, seht ihr immer alles Aktuelle. Was ich hier so hochlade, Aaron, könnte ich langsam auch mal rausnehmen, das spiele ich ja nicht mehr. One for All ist noch ein bisschen da, Custom Quest ist ab heute halt. Plug Inc. Evolved auch ab heute, Blades of Time schon seit einiger Zeit, Dynamite Jack ist auch bald fertig. Und die Troll Games von League of Legends sind noch dabei. Also habe ich 2 League of Legends Projekte, der Rest alles unabhängig, finde ich total gut. Sich mal ein bisschen von League of Legends zu distanzieren, ist ja auch nicht so schlimm. Außer natürlich die ganzen Hater dann zu haben. Hey, du machst gar kein League of Legends mehr, du bist total scheiße. Tja, muss ich mit leben, ist halt so, kratzt mich aber relativ wenig. Okay, ich habe, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Außer halt, ja, ihr könnt ja mal mit neuen Projekten reinschauen. Nicht immer nur League of Legends, ich mache auch keine anderen Projekte. Ich bin ja nicht nur LOL-Let's Player, sondern auch vieles anderes. Und ja, könnt ihr gerne mal reinschauen, ob es euch gefällt, ob es was für euch ist. Ansonsten lasst ihr es halt. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, das war der Wochenbericht Nummer 43. Heute am 22.02.2014. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.